Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Pandemie, die Klimakrise. Unsere Gesellschaften müssen immer öfter mit Themen umgehen, die sie zunehmend polarisieren. Dieser Trend wird durch soziale Medien und populistische Parteien weiter verstärkt. Wie aber können wir diesen spaltenden Kräften entgegenwirken? Wie miteinander im Gespräch bleiben, nach Konfliktsituationen wieder in ein friedliches Miteinander finden? Dieser Frage gehen wir heute hier in der Robert-Jungk-Bibliothek mit unterschiedlichen Perspektiven und Inputs nach. Eine der Referentinnen ist Barbara Wick. Barbara, du bist Sozialarbeiterin, Mediatorin und Deeskalationstrainerin, vor allem für Schulen, für Kinder und Jugendliche, aber auch für Betriebe und Privatpersonen. Vielen lieben Dank, dass du hier heute bei dieser großen Kooperation, bestehend aus dem Friedensbüro, dem Verein Einsatz Interaktion und dem Afroasiatischen Institut, dabei bist. Schön, dass du da bist. Danke, sehr gern. Wenn wir jetzt über Mediation sprechen, über Deeskalation, das sind sehr große Begriffe. Worum geht es dabei ganz konkret? Also bei der Mediation im Allgemeinen, das ist ein sehr strukturiertes Verfahren. Da geht es dabei, Konfliktparteien durch den Prozess zu begleiten, ja, so dass sie eigenständiger Lösung finden können, ja, für ihren Konflikt, den sie miteinander haben. Wichtig ist so der Mediator, die Mediatorin ist allparteilich. Das heißt, wir nehmen keine Position ein, wir sagen nicht, na, der hat recht, der andere hat völlig Unrecht, sondern wir lenken durch den Prozess. Wenn du sagst, dass sie eben selbstständig diesen Weg herausfinden, das bedeutet, da gehen gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen einher. Was braucht es denn dafür? Wichtig ist immer die Freiwilligkeit natürlich. Ja. Also Mediation ist ein freiwilliger Prozess. Das heißt, es braucht so den Glauben. Also wir können es schaffen, wenn wir uns zusammensetzen, dann können wir es schaffen miteinander, vielleicht mit Unterstützung, ja, von jemand, der uns dadurch den Prozess leitet, gemeinsam eine Lösung zu finden. Wichtig ist auch so von den Bereitschaft, von den Positionen wegzugehen. Einfach auch zu schauen, okay, das ist jetzt meine Sichtweise, ja, die möchte ja erklären, da möchte ja ausreichend Zeit haben, um das auszudrücken. Aber ich höre mir zum Beispiel auch deine Sichtweise an. Im Vorgespräch haben wir schon besprochen, es ist, ihr arbeitet im Friedensbüro, wo du ja eben angestellt bist, sehr stark mit Schulen zusammen. Ja. Wie schaut so ein Prozess in der Schule aus? Warum werdet ihr überhaupt gerufen? Okay, also wir werden gerufen von, in erster Linie sind es die Klassenlehrer, Klassenlehrerinnen, weil ein Konflikt zum Beispiel im Raum steht, ja. Also da kann es unterschiedliche Gründe geben, warum wir gerufen werden. Das eine ist so politische Bildung, ja, Thema Rassismus, Vorurteile, Feindbilder etc. Oder aber, und das ist eben mein Bereich, wenn irgendein Konfliktthema im Raum steht, ja. Dann gibt es einmal eine Auftragsklärung mit der Lehrerin, dem Lehrer. Die erzählen uns dann, was passiert ist, wie die Situation in der Gruppe ist, wie sie die Situation einschätzen, beschreiben eben die Dynamik in der Gruppe. Dann mache ich mir auf den Weg, suche passende Referenten, Referentinnen. Wir arbeiten ja so von der Volksschule aufwärts bis ins junge Erwachsenenalter mit Schülern und Schülerinnen, Kindern, ja, und Kindern eben, ja. Und genau, und such passende Referentinnen, im Idealfall ein Mann und eine Frau, die dann eben den Konflikt begleiten, also die dann mit der Klasse eben arbeiten können. Und über diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen, was brauchen oder was lernen denn die Schülerinnen oder später dann auch die Erwachsenen noch in diesem Prozess? Was ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist so im Diskurs zu erkennen, okay, kann die verstehen, aber ich muss nicht unbedingt einverstanden sein mit dem, was du sagst. Ja. Es ist gut, dass ich der Meinung, der Ansicht höre. Ich möchte eben auch meine Sichtweise erzählen, aber ich brauche damit auch nicht einverstanden sein. Wichtig ist auch, den Fokus wegzulenken von der Person. Wenn ein Konflikt da ist, dann geht es darum, nicht die Person zu verteufeln, sondern einfach dem Respekt zu zollen, der Person Respekt zu zollen, aber gleichzeitig auch sagen zu können, aber das, was du gemacht hast, das hat mich verletzt und das ist absolut nicht okay. Ja. Und trotzdem respektiere ich die aber. Ja. Jetzt scheint es nicht so eine große Zauberei zu sein, dass man eben anerkennt, dass andere Menschen andere Meinungen vertreten. Es ist ja was Gutes, das steht ja für Vielfalt. Dennoch ist es etwas, das wir immer mehr lernen müssen. Hast du diesen Eindruck? Ja, den Eindruck habe ich auch, weil es Zeit braucht, ja, weil es mühsam ist,
weil wir einfach lernen müssen oder erkennen müssen, es gibt keine einfachen Lösungen für schwierige Themen, ja, sondern es braucht Zeit, ich muss dem anderen zuhören, ja, und das ist natürlich ein Lernprozess, ja. Stichwort Zeit. Wie schaut denn dieser Einsatz von den Techniken ganz konkret aus? Also du hast angesprochen, ihr holt dann zusätzliche Referentinnen. Ist es dann mit einem Besuch in der Schule getan? Wie viele Besuche braucht es denn von eurer Seite bei Schulen, bis so ein mittel- bis schwerwiegender Konflikt wirklich ausgeräumt wurde? Es kommt eben auf die Art des Konfliktes drauf an, so wie du schon sagst. Es braucht am Anfang einmal natürlich das Einverständnis der Schüler, Schülerinnen mit uns arbeiten zu wollen, ja. Ein Vertrauen in uns zu gewinnen, auch zu erkennen, okay, das sind jetzt keine, die verurteilen uns jetzt nicht, sondern die wollen uns einfach zuhören und die wollen uns einfach auch verstehen, ja. Und die werden uns auch nicht verteufeln und da darf ich einfach meine Meinung sagen und kann nur das Vertrauen haben, dass ich da jetzt nicht abgeurteilt werde, zum Beispiel, ja. Und dass ich auch geschützt werde, ja. Also, dass mich die Referenten auch durch den Prozess lotsen und ich meine Meinung sagen kann, eben auch vor der Gruppe oder als Teil der Gruppe und eben nicht dann von den anderen fertig gemacht, weil das heißt, es gibt einfach ein paar Regeln, wo wir natürlich auch drauf schauen und die eben auch eingehalten werden. Schüler, Schülerinnen erkennen aber auch, das ist nicht nur ein diskursiver Prozess, sondern das sind einfach auch Übungen, da geht es auch um Ausprobieren. Und je nachdem, was es im Konflikt geht, so lange wird der Workshop dauern oder so viele Workshops braucht es. Ja, wenn es eine Ausgrenzungssituation ist, das haben wir leider auch sehr häufig, dann kann es unter Umständen dauern, dass es länger braucht. Ja. Oder dass wir zum Beispiel auch einen Elternabend brauchen, wenn wir einfach merken, okay, die Eltern pushen da im Hintergrund, sind sehr parteiisch, der Konflikt ist vielleicht jetzt in der Klasse aufgeploppt, aber eigentlich haben die Eltern miteinander einen Konflikt, ja, und eben da fällt mir dann immer der Satz von Karl Valentin ein, der sagt, ja, wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach, ja, und eben, um den Konflikt dann in der Klasse zu bearbeiten, braucht es einfach dann auch die Eltern, die Lehrer, Lehrerinnen unterstützen, ja. Jetzt hast du gerade nur so kurz die Methoden erwähnt. Mit welchen Techniken, mit welchen Methoden arbeitet ihr denn da, abgesehen vom Dialogischen? Also wir haben eben eine Methode, die ich sehr gern verwende, sind zum Beispiel Ampelkarten. Das ist so, da kriegt jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin eine rote, eine grüne und eine gelbe Karte. Es wird dann ein Aussagesatz getroffen und der Schüler, die Schülerin legt dann die Karte verkehrt am Boden. Also grün ist, dem stimme ich zu. Rot ist, dem stimme ich nicht zu, und gelb ist, naja, ich weiß nicht so genau. Wichtig ist, dass dann eben jeder seine Aussage, also sich positioniert mit der Karte, und wenn sich alle Schüler, Schülerinnen positioniert haben, wird umgedreht und dann wird eben geschaut und dann kann eben auch nachgefragt werden. Ja. Wir arbeiten auch mit Skalierungen, wir machen, also so, wo man dann zum Beispiel auch, wo es dann um die Frage geht, naja, wenn du jetzt, wenn du sagst, mir geht es total schlecht, was heißt denn das eigentlich? Ja? Du hast jetzt so einen Raster von 0 bis 10, wie schlecht ist denn das? Was brauchst denn du? Ja? Wenn der Schüler sagt, naja, ein Achter, ja, dann können wir fragen, na gut, was brauchst du, um auf 8,5 zu kommen? Ja? Was brauchst du in der Klasse? Und so weiter, ja. Wir arbeiten mit Bildern, wir verwenden oft so Emojis zum Beispiel, ja, um einfach auch zu zeigen, wie geht's dir. Das braucht ja nicht gesagt werden, da kann ich ja hinzeigen. Oder wenn es darum geht, das ist eben so ganz wesentlich in der Mediation, ist eben so zu den Gefühlen und Bedürfnissen zu kommen, weil wir auch wissen, so, das ist so das Tor zum Verständnisaufbau. Ja. Gefühle kennen alle und auch Bedürfnisse und jeder weiß, was es heißt, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, ja, wenn ich den Wunsch nach Zugehörigkeit habe und nicht ausgeschlossen sein will zum Beispiel. Ja. Genau, und wenn das angesprochen wird, dann kann einfach ein Verständnisaufbau passieren. Ja. Dankeschön. Jetzt hast du es vorhin schon angedeutet, die Kinder lernen im Endeffekt durch Nachmachen von den Eltern und du arbeitest ja eben nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen.
Inwiefern unterscheiden sich da zum einen die Themen und zum anderen aber auch die Methoden in deiner Arbeit? Ja, so also von den Themen her, Ausgrenzung gibt es überall, ja. Wir reden davon, dass es überall dort, wo eine Zwangssituation herrscht, ja, also so da, wo ich nicht einfach so einfach weggehen kann, das ist die Schule, das kann aber auch in einem Job zum Beispiel sein, passieren Ausgrenzungssituationen, also die Themen sind sehr ähnlich. Von den Methoden her ist es nicht viel Unterschied eigentlich, ja, die Sprache verändert sich natürlich, ja, wenn ich Volksschüler habe, dann spreche ich mit denen anders wie mit Erwachsenen. Ich habe vorhin die Methode der Ampelkarte beschrieben, das kann man sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern total gut brauchen. Ich merke, dass sie Kinder leichter tun, über ihre Gefühle zu sprechen. Ja? Das ist für Erwachsene oft wesentlich schwieriger. Ja? Das haben wir oft auch nicht gelernt oder muss man erst wieder lernen. Also da braucht es sicher mehr von unserer Seite her, ja? Mehr Nachfragen. Jetzt erscheint es vielleicht dem einen oder der anderen total unwahrscheinlich, dass Menschen, die von einer Sache sehr überzeugt sind und das Gegenüber aber auf der total anderen Seite dieser Linie steht, dass man dann trotzdem zueinander findet. Also hast du auch Konfliktparteien, die sich wirklich völlig konträr gegenüberstehen, wo man dann trotzdem einen Kompromiss findet, auch wenn sich die Meinungen, also gleichen sich die Meinungen dann an oder wie, wohin führt dieser Prozess? Ja, wichtig ist der Austausch. Ja. Es geht oft auch gar nicht so darum, ich meine, gut, man kann einen Kompromiss finden, ideal ist es aber, eine Lösung zu finden. Ja. Also wirklich zu sagen, okay, oder eben so den Raum zu finden, wo man sich austauschen kann. Ja. Und das ist tatsächlich total schwierig, aber wenn eben so die Bereitschaft da ist, jetzt an einer Lösung zu arbeiten, dann funktioniert das in der Regel auch. Ja. Wichtig ist aber eben auch zu erkennen oder auch zu wissen, Mediation ist ein freiwilliger Prozess und wenn ich mich mit dem anderen einfach nicht hinsetzen will oder wenn ich mit dem nicht mehr reden will, auf keinen Fall, dann wird auch die Methode nicht funktionieren. Dann braucht es was anderes, ja. Aber wenn ich das so raushöre, sind auf jeden Fall die Freiwilligkeit und dieser sichere Raum zwei wesentliche Aspekte in der Konfliktbearbeitung, in der Konfliktlösung. Genau. Und vielleicht nur die Allparteilichkeit der Mediatoren, der Mediatorinnen. Also auch zu wissen, da geht es jetzt nicht, also die wird einfach nicht zu irgendjemand von uns helfen, sondern die unterstützt uns einfach da, durch den Prozess durchzukommen und eben gemeinsam eine Lösung zu finden. Da geht es dann auch um Vertrauen der Mediatorin gegenüber, genau, oder? Ja. Genau. Das ist auch in Schulklassen so, ja. Also da werden wir natürlich getestet und wenn das Vertrauen oder sobald das Vertrauen da ist, können wir auch gut miteinander arbeiten, ja. Welche Hürden erlebst du so in deiner Arbeit, die nicht unüberwindbar, aber doch eine gewisse Herausforderung darstellen? Also gibt es da gewisse Themen oder Ausgangssituationen, wo man schon weiß, das wird schwierig? Also eine große Hürde oder etwa, was gar nicht möglich ist, ist zum Beispiel einen Konflikt zu bearbeiten, wenn die Konfliktparteien nicht vor Ort im Raum sind. Ja, also wenn ich merke, okay, da geht es jetzt um eine Schülerin, die hat die Klasse verlassen, ja, die geht jetzt in eine andere Schule und dann haben die Schüler, mit denen wir den Workshop machen, ein dringendes Bedürfnis, jetzt über diese Schülerin oder über diese Situation zu sprechen und darüber, wie schrecklich das war, dann ist das natürlich nicht möglich. Also da können wir schauen, was braucht ihr jetzt da in der Klasse, ja, um mit der Situation gut umgehen zu können. Gibt es vielleicht auch noch eine Möglichkeit, noch einmal mit der Schülerin in Kontakt zu kommen, das irgendwie gut abschließen? Gibt es da den Wunsch nach einem weiteren Gespräch, wo die Schülerin vielleicht anwesend ist oder einer aus der Klasse und die Schülerin zum Beispiel? Stichwort weitere, also man muss sich verstehen, wie geht ihr mit sprachlichen Hürden um? Weil eben dieser Dialog ist ja ein wesentliches Merkmal. Wie geht man damit um, wenn man sich eben nicht versteht? Also wenn man sprachliche Hürde hat, also natürlich ist es super, wenn man dann einen Dolmetsch dabei hat, das funktioniert gut. Was wir in Schulklassen machen, ist so, dass dann eben eine Zweite dabei ist, die dann vielleicht da übersetzen kann und dass wir eben auch so mit sprachunterstützenden Methoden arbeiten, ja, zum Beispiel eben Bilder verwenden und so weiter, ja.
Hast du Tipps für den Alltag? Also wie kann man selbst, ohne jetzt Mediator, Mediatorin zu sein, dennoch dem Gegenüber einen gewissen sicheren Raum offerieren, also im Gespräch? Was kann man da machen, um diese Situation ein bisschen zu entschärfen? Also was mir immer hilft, ist eben das so im Vorfeld einmal eine gemeinsame Regel zu entwickeln. Ja, also was brauchen wir, damit wir jetzt gut miteinander oder überhaupt miteinander reden können. Ja. Einfache Regel ist dann das, ist zum Beispiel die, auf, jetzt redest du einmal du und ich höre dir zu. Ja, und dann rede ich und du hörst mir zu. Und wir reden uns nicht rein, sondern wir schauen einfach wirklich so, dass wir einfach zuhören. Ja. Und dann einander wechselseitig eben auch dieses notwendige Vertrauen wieder zum aufbauen. Zum Beispiel, ja, genau, genau. Liebe Barbara, vielen lieben Dank dafür, dass du heute hier bei uns bist. Wir plaudern ja gleich weiter mit weiteren spannenden Referentinnen, eben gemeinsam mit dem Afroasiatischen Institut, dem Friedensbüro, wo du auch herkommst, und dem Verein Einsatz Interaktion. Wenn Sie auch mal bei einer Veranstaltung von uns vor Ort dabei sein wollen, können Sie das ganz einfach. Schauen Sie auf unsere Homepage www.jung-bibliothek.org. Da finden Sie eine Übersicht über alle aktuellen Veranstaltungen. Vielen lieben Dank. Sehr gern, danke.